Moin Moin und herzlich willkommen auf der Niedersachsen im LS22. Wie es ja eigentlich jede Folge bei mir ist, starten wir erstmal die Helfer, damit das da auch weitergehen kann. Du bist nicht mehr beim ersten, du bist schon beim nächsten. In der Regel wisst ihr dann auch normalerweise. So, den fahren wir wieder selber, dass ich die Folgen frisch aufnehme. Wenn ihr jetzt, das ist ja die letzte Folge eigentlich von gestern, wenn ihr die Folge heute guckt, die anderen Folgen von gestern gab es auch. Oder na, andersrum, gibt es heute auch. Als Entschuldigung von mir, gestern war Kindergeburtstag. Ich habe es leider nicht im Vorhinein geschafft, Folgen aufzunehmen. Deswegen kommen die Folgen heute am Montag, beziehungsweise sie sind erschienen um die normalen Uhrzeiten. Genauso wie die Montagsfolgen. Ich hoffe, dass es hier kürzer. Sind auch zu den entsprechenden Uhrzeiten erschienen. Ich hatte nämlich ein bisschen Zeit aufzunehmen. Und die Zeit habe ich auch genutzt. Ich hatte erst überlegt, ob ich das streame, aber dann hat mir doch so ein bisschen die Motivation gefehlt. Hätte ich aber auch mal wieder Lust drauf zu streamen. Muss ich mal schauen, weil dann willst du auf manchen Karten Maps ein bisschen weiter, schneller vorangehen. Mal gucken, ob ich mich Donnerstag dazu durchringen kann. Beziehungsweise wie müde und kaputt ich Donnerstagabend bin, um mich noch mal ein, zwei Stunden hinzusetzen und zu streamen. So. Jetzt sind wir aber auf dem Weg zum Händler. Wir wollen nämlich den Kipper verkaufen, damit ich ein paar Maschinen reparieren kann. Ich fahre einfach mal hier lang. Hui. Und dann. Cool. Hier war kein Weg mehr. Dann ballern wir mal eben schnell übers Feld. Ich möchte nämlich den Kipper verkaufen, damit wir wieder ein bisschen mehr Geld haben, vor allen Dingen für die anderen Felder, um die anzusehen und aber auch um die Maschinen zu reparieren, weil die gehen nämlich mittlerweile ein bisschen auf den Zahnfleisch. Der Fendt ist ja auch nicht mehr so fit. Den müssten wir eigentlich auch mal durch die Werkstatt jagen. Genauso wie den Klaas hier. Eigentlich müsste der auch durch die Werkstatt. Jetzt müssen wir natürlich bloß, weil Adi sich gedacht hat, wir fahren hier hinten lang, einmal um die halbe Map fahren, um zum Händler zu kommen. Das ist ein bisschen unüberlegt, aber egal. Ja, dann können wir noch mal ein bisschen Silage verkaufen. Da kriegen wir ja auch noch ein bisschen Geld. Oder können noch mal ein bisschen Geld machen. Und dann noch mal ein bisschen Saatgut einzukaufen. Weil die Felder sind ja noch nicht so weit fertig angesät. Das wird auch noch ein paar Folgen dauern, leider. Aber, ne, umso länger das Ansehen etc. dauert, umso mehr freue ich mich natürlich dann auch wieder auf die Ernte. Beziehungsweise wenn natürlich dann auch alle Fabriken laufen, auf die einzelnen Produkte, die wir verkaufen können. So, da sind wir beim Händler angekommen. Da wir ja beim Händler ein bisschen mehr Geld kriegen für Maschinen, die wir verkaufen wollen, bin ich direkt natürlich hier hingefahren. Ich kann eigentlich auch stehen bleiben. Vielleicht kann ich die Kohle, die ich kriege, gleich wieder ummünzen. Das sind knapp 30.000. Ja, die Reparatur kostet schon 15. Da sind 15.000 schon wieder weg. Dafür haben wir jetzt einen reparierten Traktor.
dem wir jetzt zum Hof fahren können. Gibt's, ich wollte gerade sagen, gibt es irgendwas im Angebot, aber das lohnt sich nicht wirklich. Noch sind wir relativ pleite. Schöner wird es natürlich am Ende des Jahres, wenn die Wiesen wieder reif sind, abgemäht zu werden. Dann gibt es wieder ordentlich Silagegeld. Beziehungsweise dann füllen wir unseren Kontostand so dicke auf, dass wir uns auch garantiert was Nächstes leisten oder was Neues leisten können. Vielleicht kann ich mich ja irgendwann mal dazu durchringen, dann wirklich mal so einen Häcksler zu kaufen. Dass wir denn das Gras mal mit einem Häcksler einfahren. Weil von unserer mega großen Wiese neben der PGA, da dürfte ja so viel runterkommen, dass wir es definitiv auch machen können. Klar brauchen wir noch ein bisschen Tierfutter, aber das hält sich ja in Grenzen. So viel fressen die Kühe jetzt auch nicht auf. Man ruckelt ein bisschen. Das ist schlecht. So ist gerade ein bisschen besser. So, ich hoffe, ich bin auf einem guten Weg nach Hause. Ich kann es aber ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Ja, mehr oder weniger. Sind ein bisschen zu weit links. Fahren wir mal einfach weiter, beziehungsweise ich will gleich auch noch mal zu den anderen Fahrzeugen gerne gucken. Lassen wir mal Autodrive ein bisschen weiterfahren. So, das klappt nämlich. Das ist schon das zweite Feld Raps, glaube ich, ne? Ja. Das dritte? Oder haben wir die 60 noch nicht gegrubbert? Haben wir, glaube ich, noch nicht gegrubbert, ne? Da, 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 da. Ja, du brauchst ein bisschen, um dich zu aktualisieren. Ne, haben wir noch nicht gegrubbert. Gut, dann haben wir ja eigentlich schon zwei Felder mit Raps, zwei Felder mit Weizen, beziehungsweise Gerste hätte ich gern noch. Zwei und zwei. Und dann hätten wir zwei Felder noch übrig, wo einmal Sonnenblumen, beziehungsweise noch was anderes raufkommen könnte. Genau, du bist ja am Sammeln. Genau, der Fans keucht nämlich auch bald. Aber das ist das letzte Feld, wo er noch ich hätte beinahe gesagt Striegeln, wo er mulchen muss. Dann ist er damit auch durch. Du musst leider noch ein paar Felder mehr Steine sammeln. Die haben gerade gar keinen gegrubbert, ne? Ärgerlich. So, dann nehmen wir dich mal wieder raus. Dann ist die Frage, wo sind wir? Wo müssen wir? Ach nee, wir müssen noch einmal ganz hinten rum, oder was? Das ist ja wieder Kiese. Ja, dann ist das so. Auf jeden Fall möchte ich jetzt mit dem Traktor dann erstmal Silage verkaufen, dass wir dann auch wieder einen Geldpuffer haben, dass wir nicht pleite gehen. So. Ich hoffe, ich fahre richtig, aber ich denke schon. Oh ja.
Da bin ich doch ein bisschen müde. Wobei, wenn ich jetzt ins Bett gehe wieder, dann kann ich eh nicht pennen. Ah, ich werde noch ein, zwei Stunden aufnehmen für euch. Beziehungsweise auch für mich. So. Hier müssen wir doch rein. Beziehungsweise hier müssen wir lang. So eine kleine Abkürzung wieder fahren. Die Map ist echt riesengroß, ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Na, wo ist der? Da ist er. Da hinten rechts in der Ecke. Da ist unser Traktor, der sieht gerade an. Das Unkraut dürfte hier aber auch runter sein, ne? Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir hier ja den... Auf... Weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir hier irgendeinen zum Striegeln. Ich glaube, das war auch der Dolz. 74 ist auch noch nicht endereif. 73 leider auch noch nicht. Also einmal von allen Feldern so richtig schön Silage runterkriegen. Dann haben wir schon so 300, 400.000 Euro. Dann können wir natürlich auch wieder richtig schön investieren, beziehungsweise auch ein bisschen Kredit wieder zurückzahlen, sodass wir relativ bald auf den grünen Zweig kommen. So. Eine schöne scharfe Kurve. Und dann holen wir uns jetzt die beiden Kipper. Und dann wird jetzt die Silage verkauft. Yay. Ja. Einmal die Plan wieder auf. Hier steht auch alles kreuz und quer. Irgendwann muss ich das auch mal aufräumen. Irgendwann ist der Tag gekommen. So, ich weiß wieder gar nicht, ob ich hier rumkomme, aber irgendeine Möglichkeit werden wir schon finden. Einmal bitte Silage. 42.000 Liter haben wir drin. Ah, es sind auf jeden Fall zwei volle Anhänger. Das ist schon mal gut. Es gibt ja dann auch wieder ein bisschen Geld. So, also 5.000 Liter dürften da jetzt noch drin sein. Das lohnt sich denn nicht nochmal wieder loszufahren. 37.000, das dürfte auch ein paar Euros geben. Zur Not haben wir noch jede Menge Strohballen, die wir ja verkaufen können. So, denn auf. Einmal ab zur Biogasanlage. Zur Biogasanlage meines Vertrauens, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und dann füllt sich auch ein bisschen zumindest unser Konto wieder. Also wenn alles hart auf hart kommt, würde ich ganz ehrlich erstmal das Güllefass und den Ladewagen verkaufen. Bevor ich mich an die Strohballen mache, weil da musst du ewig viel verkaufen. Ein Stroh, damit du da auf den grünen Zweig kommst. Aber der Deutz ist auch bald fertig wieder mit dem Ansehen, ne? Den geht's ab ans nächste Feld. Wie gesagt, vier Felder möchte ich oder würde ich ganz gerne noch an diesem Ingame-Tag anpflanzen. Mal gucken, wie es läuft.
beziehungsweise wie es klappt. Dann müssen wir die natürlich noch walzen und düngen. Und dann geht es aber auch langsam in den nächsten In-Game-Tag. Wo möchtest du denn hin? Einfach stehen ist doof. Bist doch eigentlich sowieso schneller als ich. Hier auf der Landstraße. Die 96 ist ja auch schon angepflanzt. Stimmt, dann brauchen wir ja nur noch drei Felder. Da war das auf der 96 Weizen oder Gerste? Oder war das auch Raps? Ja, du darfst dich aktualisieren. Die Frucht. Frucht, 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 Frucht. Das war auch nochmal Raps. Schüttebü. Okay, dann doch nochmal zwei Felder mit Weizen und Gerste. So, wo war denn hier jetzt bei der BGA die Einfahrt? Ich glaube, wir müssen einmal rechts und auf halber Strecke nochmal rechts. Genau, Höhe der Tankstelle war das ja, ne? Die Kipper sind aber auch relativ kaputt. Weil den Traktor hatten wir ja gerade erst repariert und die Reparaturanzeige ist schon wieder so ein bisschen... Naja, mager. Hätte ich beinahe gesagt. So, ich glaube, da hinten gab es ein paar Euro mehr. Ich glaube, 2 Euro. Da werden wir jetzt mal die gute Silage abkippen. Da läuft auch schon das Geld. Der Trichter füllt sich auch langsam. ...5.000, also ungefähr 10.000 700 irgendwas, ne? Das ist doch wieder eine schöne Summe. Für Saatgut bzw. Dünger. Wunderbar. 42.000 wieder. Das ist doch in Ordnung. Gut, dann würde ich jetzt aber auch sagen, war es das für die Folge. Nächste Folge wird natürlich der Klaas andere Arbeiten verrichten. Ich bin gerade am Überlegen, ob der Getreide fährt oder ob wir erstmal die Felder ready machen. Ich glaube, wir machen erstmal die Felder soweit fertig. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch natürlich einen wunderschönen Abend. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sagt dann erstmal bis denn.